Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Heute hier in Melecati müssen wir die Quest annehmen. Die ist hier oben. Oberhalb der Todestreppe. Der Treppe mit Schaden. Muss mal kurz testen. So geht's jetzt gerade nicht. Hallo? Wurde das gefixt? Nee, wirklich. Ich will es aber probieren. Ich will es schaffen. Ach komm. Ja, wurde wahrscheinlich gefixt. Okay, ja, das sind die Items, die ich gefunden habe. Beim Leveln. Ja, okay, von ungefähr hier. Also der Zeiger ist hier. Von hier bis hierhin habe ich gelevelt, also nicht viel. Hab doch schon irgendwie 48 Goblins oder so. Also. Zum Erdaltar müssen wir gehen. Und der ist wo? Ich weiß, glaube ich, wo, aber bin mir nicht so sicher. Ja, es ist eben noch hier. Wenn man so ein bisschen daneben geht, bekommt man Schaden, obwohl. Als ob man irgendwie 10 Meter runterspringt oder so. Ist eben noch hier. Aber nicht mehr ganz so ausgeding. Und ich habe nur noch Glück gehabt. So. Darunter? Okay. Beshi Tenax with. No. Okay, hier ist er ja. Hier ist er ja. So. Ja. Weiter Quest. Müssen wir wieder zurück. Naja. Wir müssen wieder zurück. So. Wieder sprechen mit ihm. Die Quest ist abgeschlossen wahrscheinlich jetzt. Ja. Dann Wüstenfels Golem töten. Easy. Ich habe wahrscheinlich noch ein Minus. 2%. Ja, man fällt nicht mal. Also man fällt eigentlich gar nicht. Man geht einfach aus, von der Treppe weg und bekommt den Schaden über. So, normale Wüstenface Golems. Ist nicht so schwer. Die sind ganz, 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 ganz einfach. Aber ob es genug hat, das ist das Problem. Oh, One Hit. Das lässt sich sehen. Oh. So. 4 Barbs noch für Tenax. What? Wir könnten mal hingehen, aber es lohnt sich nicht mit so wenig Level. Ich kill jetzt den Anführer. So. Geschafft. Ich weiß nicht, ab wann man die eigentlich besiegen sollte. Also die, der Tenax. Die Bosse halt. Und wo ist eigentlich Tenax? Ist das der im Krater wahrscheinlich? Ne, der greift, greift alle an und da sterbe ich wahrscheinlich. Da mache ich das mal nicht. Aber so mit Level 50, 52 so, werde ich die mal an. Also gehe ich mal dorthin.
kann ja mal fragen, ab welches der was. So. Wow, schön heruntergeworfen. Ich bin bin so runter. Ja, nun bin noch nicht so weit, aber ja. Ich schreib's einfach mal. Bin Barb Level 44. Ja, ja. So haben wir das geschafft. So. Ja, der Tenax, der ist wahrscheinlich. Also, wenn es der Drache ist im Lavagebiet, ist der überhaupt noch wieder auf? Keine Ahnung. Also, dann gehen wir nach oben. Kacken auf diesen Tenax. Ich weiß überhaupt nicht, ob der irgendwas lohnend ist, außer fürs Set. Und wenn, welches Set ist es? Es wird nämlich überhaupt nichts geschrieben. Also, ja, wenn man irgendwie ein Regnum neu ist oder eben wie ich solche Sachen noch nicht kenne, dann wird man irgendwie ein bisschen komisch angeschaut im Ding. Wenn ich doch sage, ich doch was frage, dann will ich doch eine Antwort, oder? Aber, ja, okay, ich muss noch Dinge töten, aber die haben. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil der nichts gegeben hat. Muss vielleicht ein bisschen rechts mehr lesen. So. Also eben. Ich frage etwas, die geben eine dumme Antwort. Und ich sage ihr Level und dann lächeln sie. Nun gut. Also nett sind die. Also. Von Nettigkeit kann man denn der Rechnung Community nichts erwarten. Und Hilfe bekommt man erst recht nicht. Also wenn dann am besten einer Gilde über das reden oder erst gar nicht. Ich habe es jetzt wegen dem Let's Play gemacht. Okay, man hat ja die wie sagt man, die Reaktion gesehen, was die Community über low-levelige Seiten sagen und so. Naja, Community in Regnum ist halt scheiße, weil sie wahrscheinlich so totgelangweilt sind und lieber irgendwas zu Lustiges haben wollen. Verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht. Also es sind alle ungefähr so. Man kann jetzt sagen, was man will. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Fortschlacht ist, dann wird man von manchen wird man geholfen und von manchen wird man ignoriert. Oder wird erst gar nicht eingeladen oder so. Das ist eigentlich eine natürliche Reaktion bei solchen Spielen. Weil es halt eben auch nichts bringt. Also Regnum ist für Level 60er gemacht, aber für unter Level 60er hat man eigentlich fast keine Chance. Aber eben, ich mache ja ein Level pro Tag, dann bin ich ungefähr in 15 Tagen Level 60. Nein, das nicht, aber wenn man jetzt bedenkt, okay, vielleicht noch einen Monat, vielleicht sogar zwei, weil jetzt ab Level 45 wird es extrem viel länger gehen. Also man braucht irgendwie doppelt so viel für Level 46 und dann nochmals dreifach so viel wie für Level 47. Das ist schon schrecklich. Aber hey, Regnum macht Spaß. Regnum wird Spaß machen. Und man braucht halt Geduld.
und man bekommt immer Schaden an dieser Treppe. Ach, herrje. Ach, sieht der Berg hier sehr schön aus. So schön dunkel. Scheint auch ein Vulkan zu sein, es hat ja Lava. So. Böse Wüstengoleme. Okay. Ah, die sind auch hier. Hm. Aber. Naja, zwei. Lohnt sich jetzt nicht. Ach, kämpf doch. So. Ihr werdet zu wenig haben für Tenox, das sehe ich jetzt schon. Ich glaube kaum, dass jetzt noch Leute mitkommen. Oh. Das nervt schon ein bisschen. Die Leute suchen manchmal 3, 4, 5 Stunden und schreiben die ganze Zeit irgendwas in den Chat. Das hat einfach ein bisschen auf den Zeiger geht. Dass die Leute das nicht checken, dass sie einfach zu wenig Leute haben. Vor allem in Ignis halt. Haben wir eigentlich immer noch den Edelstein? Ja. Also es geht eigentlich momentan geht's in Champions of Regnum bei Ignis oder vor allem überall einfach nur um 4 Uhr morgens etwas. Um 4 Uhr morgens schafft Ignis etwas, die anderen schaffen es nie. Aber Ignis schafft es auch nur, weil bei Sirtis und bei Alcius nichts los ist um 4 Uhr morgens. Das ist schon ein bisschen, was soll ich sagen, frech von Ignis. Aber wie gesagt, die Community ist so. Und die tun ja ihr Bestes, dass sie Reichspunkte bekommen, dass sie Dingpunkte bekommen, Warzone-Punkte und so weiter. Und dann stellen sie den Wecker auf 4 Uhr morgens und kloppen dann die Forts kaputt ohne Gegenwehr. Nur damit sie ein bisschen mehr Kriegspunkte bekommen und alles Mögliche. Ist ja auch eine Möglichkeit, also ich bin jetzt nicht böse, aber geplant ist es ja nicht, aber was alles gemacht wird, also ich sehe immer wieder Leute, die sich mit Alcius zusammen machen und dann immer die Forts einnehmen und wieder verlieren, Forts einnehmen, verlieren, nur um diese Kriegspunkte, KRPs zu bekommen. Und ja, wer es braucht. Also ich mache das nicht. Also ich bin auch ein Let's Player und müsste eigentlich ein Vorbild sein. Und ich bin von Natur nicht so, dass ich irgendwie ein Game breaken muss. Ich spiele das Game ganz normal. Ich mache jetzt wirklich nichts, was nicht so gewollt ist von den Entwicklern. Und auch, oh, gibt es da noch Games, wo das möglich gewesen ist und so. Zum Beispiel Fly for Fun war es möglich, Gegner zu besiegen durch den Einsatz von diesen Flugboards und dann schnell hochzukommen. Und das habe ich nie genutzt und habe trotzdem einen hohen Charakter gehabt. Aber 99% der User haben das genutzt. Oder zum Beispiel momentan bei Ark, das Game habe ich gekauft. Bei mir geht es bei fast Maximum Grafikeinstellungen nicht mal. Also geht es flüssig, aber ab dann geht es nicht mehr flüssig. Also ganz. Also dann machst du eine Grafikeinstellung kurz ein bisschen hoch, hast du schon nur noch 13 FPS. Und das ist so extrem schlecht angepasst an die Systemanforderungen und so, dass das Spiel momentan nur noch von Leuten mit mega gutem PC gespielt wird, weil es eben nicht sonst geht. Und dort geht's auch, also da gibt es so viele Sachen, wo du
Game breaken kannst. Wie zum Beispiel, dass du mit einem Speer durch eine Wand schießen kannst und so. Das Spiel ist völlig noch besser. Und momentan vor allem von mir nicht spielbar. Aber das sehe ich auch zum Beispiel bei einem anderen Let's Play, der Livestreams macht. Ark ist wirklich gut gewollt. Das ist eine gute Idee, so ein The Forest oder ein anderes Survival-Spiel mit Dinosaurier zu machen, aber die Dinosaurier sind so platt, die Dinosaurier sind so was von schlecht gemacht, schlecht designt, unfair oder eben nicht unfair. Und jetzt noch große, wo sind die großen jetzt? Dass es einfach keinen Spaß macht noch. Ein Spiel einfach auf den Markt zu werfen mit so vielen Fehlern, das ist grausame Politik. Da ist ein großer. So. Das ist gigantisch grausame Politik. Also werden eigentlich Rohdiamanten verkauft und man bekommt eigentlich die Belohnung nie über, weil die Spiele wahrscheinlich dann wieder eingestampft werden oder einfach nicht mehr weiterentwickelt werden. Das ist schade. Aber ich habe es mal riskiert, weil ich Dinos mag und weil ich ja angetan war von diesem Spielprinzip. Aber belohnt wurde ich auf keinen Fall. Damit ist Ark momentan gestohlen. Da spiele ich lieber DayZ weiter. Und warte auf einen guten Patch oder so etwas. Aber so geht momentan das Profit, das einfach Geldmacherei. Die Leute werfen etwas auf den Markt, teasen es gut an, alle Spiele kaufen es blind, ohne dass sie es verstehen. Und die Entwickler bekommen mehr Geld, dann machen sie es besser. Und das Spiel wird eigentlich aber nie richtig gut. Jedes Spiel, das jetzt schon frühzeitig auf den Markt geschmissen wird, ist nach der Veröffentlichung immer noch eine große Ruine. Und die Games, wie zum Beispiel DayZ, bleiben noch 3-4 Jahre in dieser Pre-Alpha-Phase, in dieser In-Dev-Phase. Und die kommen nicht mehr raus. Ein Spiel wird entwickelt, indem man einem Entwickler Last, also der Entwickler muss das Spiel in aller Ruhe entwickeln. Was die Spieler natürlich wollen, wenn sie das Spiel haben, immer mehr. Dann wird das Spiel immer größer. Und diese Schnaken überall. Die Spiele werden irgendwie größer, aber werden irgendwie bugverseuchter. Die Spiele werden immer wie Alpha, also immer wie unfortschrittlicher. Und irgendwann ist dann das Projekt fertig, das Spiel wird eingestampft und die Spieler haben nichts mehr. So ist ungefähr momentan. Also es gibt sehr wenige Spiele, die wirklich Erfolg hatten nach einer solchen frühen Veröffentlichungsphase. Spiele, die rauskommen und fertig sind, bei denen geht es viel, viel besser. Und mit viel, viel meine ich wirklich viel, viel besser. Was Spiele wie zum Beispiel, ja, Beta 2 war, glaube ich, nicht in der Closed Beta bei uns. Also das Spiel kam in China schon in Closed Beta raus, aber bei uns nicht. Bei uns kam dann eine recht fertige Version heraus. Und Fleef war, glaube ich, Closed Beta. Rappes war nicht in der Closed Beta, glaube ich. Früher waren recht gut die guten Spiele eigentlich nicht in der Beta bei uns. Und das hat man angesehen, das ging gut. Aber sobald jetzt zum Beispiel Ark, das kam so unfertig raus. Ark Age
kam unfertig raus. Eigentlich jedes Game kommt unfertig raus und hat dann einfach nicht die, wie soll ich sagen? Ja, es wird nie besser, sozusagen. Das ist, aha. Ich schaue mich um und suche den weisen Geist, aber es ist ein schwarzer Geist jetzt diesmal. Okay. Dann probieren wir ihn mal. Schaden machen wir. Ja, das schaffen wir locker. Ach komm jetzt. Kein Mana, kein Mana, kein Mana. Mach mal Mana. Gib mir Mana, du Geist. Gib mir Mana. Mehr Mana. Die ganze Kampf nur auf Mana warten. Yay, easy. Easy peasy. So mit Level 15 Level über dem Geist ist es schon easy. Aber wenn ihr gleichlevelig seid wie der Geist, dann habt ihr keine Chance. Und es ist doch gut, die Quests ohne Hilfe zu machen. Weil momentan braucht man die Erfahrung eher als vor 15 Levels. Das würde man jetzt nicht mehr merken. Wenn man die Erfahrung, also wenn man die Erfahrung damals bekommen hat, würde man sie heute jetzt viel eher gebrauchen können. So. Ja, nochmal so ein kleiner Schritt Richtung 45. Dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Achievement. Das sind die Achievements. Und zwar hier. Ah, 50 ist es erst, okay. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, jetzt müssen wir Meleketi-Wüste. Also wieder hier hin. So. Und ja, Altar nochmals anklicken. So. Dann kommt der Altar wahrscheinlich da oben dran. Also der hier auf dem Berg. Und dann den Feueraltar. Oder zuerst den Feueraltar und dann den. Ja, ich glaube, der auf dem Berg ist der mit dem sehr leicht. Und der da unten ist der mit dem keine Herausforderung. Dann kommt wahrscheinlich der Feueraltar zuerst dran. Okay. Machen wir das. Ah, nicht schon wieder nach oben. Es ist so unübersichtlich hier. So. Ja, das für jetzt. Also gehen wir zum Feueraltar. Der ist da unten dran. Dort, wo ich immer Magneten suche. Wie einfach so ein bisschen reinglitscht. Ach je. So. Haben wir das geschafft. So. Ich finde es zum Beispiel auch nicht so toll, dass die Games völlig in eine falsche Seite entwickeln. Also, sie wollen eher dann die Spiele in eine Richtung entwickeln, wo halt, naja, eher casual sind als irgendwie Profi-Sachen. Außerdem sind viele Entwickler so, sie sehen etwas auf dem Markt und machen es nach. 1:1 nach. Und das ist etwas, das ich überhaupt nicht gerne habe, wenn ich in einem Game etwas sehe, das die anderen Games schon zu Genüge gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt. Also früher war es jetzt zum Beispiel dieses Grinded-Prinzip. Da hat mir die 2 10 Monster töten, Fleef hat 10 Monster töten, Rappels hat 10 Monster töten, jetzt momentan Archage hat 10 Monster töten, alle Games 10 Monster töten. Und heutzutage ist es also mit den DLCs oder mit den mit den
Physikeffekten. Es sind immer solche Sachen, die sofort von den Spielern als negativ geachtet werden, aber von den Entwicklern unbedingt eingesetzt, also umgesetzt werden muss. Und da verstehe ich die Entwickler nicht. Hören die nicht auf die Spieler oder wollen sie unbedingt das auch drin haben, aber ihnen ist die Reaktion des Spielers egal? Scheinbar eher das, ja. Aber warum wird da nicht irgendwas Neues entwickelt? Wenn ein Entwicklerstudio aufkommt, müssen da nicht Ideen kommen? Oder haben die Leute zu wenig Geld, um Ideen zu... Müssen die Entwickler das Gehirn zuerst mit Geld füttern, damit sie auf Ideen kommen? So habe ich das Gefühl, so. Also, wisst ihr, ich habe so das Gefühl, die Entwickler müssen zuerst das Geld ins Gehirn geschoben bekommen, damit sie überhaupt etwas mit dem Geld anfangen können, ohne dass sie es dann damit als Lohn verprassen oder sonst irgendwas. Also, ich könnte ein Entwicklerstudio aufmachen und dann klipp und klar sagen, ohne dass ihr euch anstrengt und uns etwas euch etwas ausdenkt, was gut wäre für ein Game, bekommt ihr keinen Lohn. Weil heutzutage geht ja alles ums Prinzip Maximierung. Da kommt ein Game raus, das völlig von den Wünschen der Spieler abweicht und da deshalb nicht erfolgreich wäre. Und der meiste Erfolg kommt sowieso durch das Marketing. Also können die Typen gleich den größten Schrott entwickeln. Gekauft wird es immer. Gekauft wird es einfach immer. Und ja, das ist das Problem. Also ich hätte so gern wieder mal ein richtig gutes Spiel. So ein richtiges Spiel, wo man einfach glücklich ist. Aber es gibt es nicht mehr. Früher, als ich den ersten Kontakt hatte mit einer Konsole, mit dem Super Nintendo, hatte ich direkt ein Spiel, das habe ich so wahnsinnig viel gesuchtet. Das war The Legend of Zelda, A Link to the Past, und jetzt habe ich die gekillt. Schnake. Und auf dem Nintendo 64, jedes Game war mega gut. Die Qualität stimmte, der Spaß stimmte, alles stimmte. Aber seitdem ich auf dem PC umgeändert bin, dann habe ich nur noch selten Spiele gehabt. GTA-Reihe war super, Diablo 2 war super, Sacred 1 war super. Es gab wirklich auch gute Spiele, aber die Qualität sank natürlich ab dann richtig stark. Und was ich alles so für Spiele gespielt habe und wie lange, das ist gigantisch. Also, was ich schon für Zeit, zum Beispiel in Gothic 2, in Sacred 1, in Diablo 2 gesteckt habe, das ist gigantisch. Und wo ist jetzt der? Da vorne. Aha, jetzt. Jetzt sehen wir ihn. So. Also, dann ist der Part leider schon wieder zu Ende. Ich hoffe, der Part ist jetzt nicht zu negativ geraten. Mal ein bisschen etwas anders, weil einfach Regnum halt auch nicht so viel bietet zum über Spiel reden oder so. Habe ich jetzt mal ein bisschen über einfach die Community und jetzt über die Games gemacht, wieso die Qualität halt nicht mehr so stimmt. Ich bedanke mich trotzdem fürs Schauen und wenn ihr Wünsche noch habt, was ich so bereden soll und alles, dann dürft ihr das gerne unten in den Kommentar schreiben. So, wir sind hier angekommen und müssten mit dem Altar, ja, da müssen wir wieder nur für den Altar aktivieren, wieder dahin, genau. Also, das nächste Mal geht es weiter mit dem Feueraltar, das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann nächstes Mal. Ich werde noch ein bisschen leveln, aber werde es wahrscheinlich nicht schaffen bis nächstes Level natürlich. Aber das kommt auch bald. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.